auf jedes Dach in Deutschland eine Solaranlage. Diese Forderung ist noch gar nicht so alt. Doch wer zigtausend Euro in eine Photovoltaikanlage investiert, hat die Rechnung oft ohne die Bürokratie gemacht. Nach der Durststrecke mit langen Lieferzeiten für Solarmodule und Steuerelektronik zehren Netzbetreiber und Behörden mit komplizierten Vorschriften an den Nerven kleinerer Stromerzeuger. Damit kommt der Strom vom Dach viel zu langsam ins Netz, obwohl jede Kilowattstunde gebraucht wird. Sonne für die Turbinenhalle in Oberhausen. Früher Kohlestromlieferant für die Stahlwerke im Ruhrpott. Heute kann sie Solarstrom für über 100 Haushalte erzeugen. Eine der größten Veranstaltungshallen Deutschlands mit entsprechend hohem Energiebedarf. Mit 3300 Quadratmetern Solarfläche sollte sie während der Corona-Zwangspause fit für die Energiewende werden. Das ist zum einen der Invest in die Halle, aber auch eben in die Zukunft vielleicht für eine saubere Stromproduktion. Vor einem Jahr war die Anlage betriebsbereit, aber sauberen Strom gab es erstmal nicht. Seit September 2021 hätte die Anlage Strom liefern können und soweit haben wir es dann hinbekommen im Juli, Mitte Juli 2022. 9 Monate verschwendete Sonnenenergie. Der Anlagenbauer musste plötzlich eine Art behördlichen Stempel von einem Zertifizierungsbüro besorgen. Diese Zertifizierungsbüros haben sehr, sehr lange Vorlaufzeiten von bis 12 bis 15 Monaten, weil diese Zertifikate relativ neu sind und daher die Bearbeitungszeiten relativ lang sind. Das hat diesen ganzen Prozess der Zuschaltung extrem verzögert. Bis Mitte 2019 war das bei solchen Anlagen gar nicht nötig. Doch dann setzte die Bundesnetzagentur die Schwelle für Zertifizierungen radikal nach unten. Seitdem müssen auch mittelgroße Anlagen einen teuren, langen Simulationsprozess nachweisen. Ergebnis? Tausende konnten nicht ans Netz. Für Experten ein typisches Beispiel für Überregulierung, die erneuerbare Energien ausbremst. Und das hat dazu geführt, dass diese Anlagen einfach nicht einspeisen können, was ja in der jetzigen Situation absurd ist. Deswegen muss man da dringend nochmal nachdenken, ob die Regeln, die wir vor ein paar Jahren hatten, so schlecht waren, dass man sie jetzt in der jetzigen Situation ändern muss und es kompliziert machen muss. Viel zu kompliziert ist es auch immer noch für noch kleinere private Stromproduzenten. Wenn die Solaranlage auf dem Dach ist, heißt das noch lange nicht, dass der Sonnenstrom auch fließt. Familie Zander aus Werneuchen in Brandenburg wartet seit Wochen auf Besuch von ihrem Grundversorger. Die Anlage haben wir seit 24. Juni diesen Jahres und es hakt eigentlich daran, dass vom Grundversorger der Netzantrag nicht bearbeitet wird. Wenn sich dann der Grundversorger quasi jetzt nicht meldet bei den ganzen Solarbetreibern, heißt es doch für uns, dass es vielleicht gar nicht gewollt ist, wirklich, dass sie vielleicht Angst haben, dass sie ja nicht mehr so viel Umsatz machen können oder so viel Profit machen können vielleicht. Am anderen Ende Deutschlands ein ähnliches Bild. Auch Familie Schmidt aus Saarbrücken musste monatelang warten, bis der regionale Netzbetreiber einen sogenannten Zwei-Richtungszähler eingebaut hat, mit dem die Solaranlage in Betrieb gehen kann. Aber dann gab es neue Hindernisse. Als Voraussetzung für die Inbetriebnahme haben die Stadtwerke uns vorgeschrieben, dass eine LAN-Verbindung hergestellt wird. Und zwar zwischen dem Gaszähler und dem Wasserzähler und dem Elektrozähler. Zusätzliche Kosten ohne Nutzen für den Kunden und monatelange Wartezeit, um seinen eigenen Strom zu ernten. Statt Unterstützung gibt es Knüppel zwischen die Beine und einen gewaltigen Papierkrieg. Die Firma Enpal verkauft Anlagen in ganz Deutschland und beschäftigt inzwischen allein 50 Mitarbeiter mit Anmeldungen bei den mehr als 900 Netzgesellschaften. Viele, viele Seiten Formulare, die Laien oft total überfordern. Wenn man da auf eine Karte schaut, dann erinnert es sehr, sehr stark an Deutschland vor ein paar hundert Jahren, als es noch viele Fürstentümer gab, mit ganz eigenen Regeln. Und das gibt es halt eben bei den Netzbetreibern weiterhin noch, dass jeder da sein eigenes Formular hat. Ja, und es kann schon mal vorkommen, dass man ein Formular, nur weil es ein falsches Format hat, dann vom Netzbetreiber zurückgeschickt bekommt und sagt, bitte die 60 Seiten nochmal ausfüllen. Das soll sich laut Bundesregierung mit einfachen Online-Anmeldungen bessern. Aber erst ab 2025. Das hält es ja halt auf. Ja? Und ich stelle mir einfach in 15 Jahren vor, dass wenn wir mit unseren Kindern reden und sagen, sorry, wir haben die Energiewende nicht hingekriegt, das war einfach zu viel Papierkram. Die Niederlande machen das ganz anders. Hier wird einfacher gerechnet und zwar zugunsten der kleinen Stromerzeuger.
In Pfalz, gleich hinter der deutschen Grenze, hat Johannes Bülles seine Schweißerwerkstatt mit einer Solaranlage ausgestattet. Ende des Jahres hoffe ich, dass ich einen Überschuss an Strom erzeugt habe und dass man denn das, was ich verbraucht habe, abzieht. Und das, was denn übrig bleibt, bekomme ich dann ausgezahlt. Ein Beispiel für die holländische Berechnung. Von 10.000 produzierten Kilowattstunden Sonnenstrom werden 6.000 selbst verbraucht. 4.000 gehen ins öffentliche Netz. Abends und im Winter werden 3.000 Kilowattstunden aus dem Netz gezogen, macht im Saldo 1.000 Kilowattstunden plus. Dafür gibt es dann eine kleine Vergütung. Fertig. In Deutschland bekommen kleine Stromerzeuger maximal 8,2 Cent pro Kilowattstunde für die Einspeisung und bezahlen, Stand heute, rund 37 Cent für Strom mit vielen Nebenkosten aus dem Netz. Die Stromsteuer, die dem Staat zugutekommt, die Konzessionsabgabe, die der Stadt zugutekommt, die Netzgebühren, die die Netzbetreiber benötigen, um die Netze auszubauen. Es gibt Umlagen für Offshore-Windenergie und so weiter und so fort. Viele, viele Umlagen machen einen großen Nebenkostenanteil auf dem Strompreis aus. Und alle diese Nebenkosten müssen getrennt abgerechnet werden in Deutschland. Das hemmt Investitionen in die Photovoltaik. Vor allem bei Mietshäusern finden sich auf den Dächern so gut wie keine Solarmodule. Ein riesiges Potenzial bleibt ungenutzt, weil es viel zu kompliziert ist. Sind Stromsteuern notwendig oder muss ich mich beim Hauptzollamt melden? Es ist also ein komplexes Unterfangen und da steigt kein Mensch durch. Ne? Wenn jemand ein Haus besitzt oder eine Wohnungseigentümergemeinschaft, die müsste sich erstmal komplett umfassend juristisch beraten lassen, um diese ganzen Feinheiten zu begreifen. Der Aachener Ingenieur Wulf Graneis hat sich als Vermieter trotzdem nicht abschrecken lassen und eine Anlage für sich und seine Mieter gebaut. Hier ist einfach die einfachste Art umgesetzt, wie man sowas macht. Das heißt, es gibt einfach einen Hauptzähler zum Netz und es gibt ein paar Unterzähler. Und damit ist die ganze Sache geregelt. Zusätzlich gibt es einen Strompreis für die Mieter, der einfach 12% unter dem niedrigsten Marktpreis ist. Das habe ich einfach selber festgesetzt, denn es soll ja keiner auch dadurch benachteiligt werden, dass er regenerative Energien konsumiert. 75% des jährlichen Strombedarfs kommen für die 14 Mietparteien vom eigenen Dach. Nachhaltig und günstig. Einem ist natürlich bewusst, dass der Strom, der über den Tag produziert wird, dann auch am besten am Tag abgerufen wird und nicht bei Nacht. Das heißt, man stellt sich so ein bisschen ein, die Waschmaschine mittags anzustellen. Ja, es macht Spaß tatsächlich, also, weil es einfach ein gutes Gefühl ist, sich bewusst zu sein, dass der Strom nicht mehr aus dem Kohlekraftwerk hier um die Ecke kommt. Bei gutem Wetter im Sommer produziert die Anlage viel mehr als den Eigenbedarf und versorgt die Nachbarschaft gleich mit. Wenn man das Ganze technisch betrachtet, dann wandern die Elektrönchen halt direkt in die umliegenden Häuser und werden da verbraucht. Das heißt, hier werden, wenn wirklich die Sonne scheint, nochmal 8 bis 9 Nachbarschaftshäuser der gleichen Größe einfach mitversorgt. Aber noch nicht einmal 1% der gesamten Photovoltaik kommt Mietern zugute. Das muss sich dringend ändern, fordern Experten. Na, ganz früher hat man so die Auffassung gehabt, naja, die Energieversorgung, das machen die großen Energiekonzerne und die Netzbetreiber. Die Kleinen dürfen mal mitmischen, aber sie sollen sich im Wesentlichen raushalten. Und diese Auffassung, die findet man einfach noch in vielen Gesetzen und Normen. Aber die Solarenergie, die Windenergie werden ja die dominierenden Energieformen sein. Sie müssen das eigentlich übernehmen und das hat man in den Regeln noch gar nicht angepasst. Volle Energie für Erneuerbare hat Robert Habeck in fröhlicheren Zeiten in einem Werbeclip gefordert. Immerhin, die Zertifizierung von Industrieanlagen wie in Oberhausen hat die Bundesregierung erstmal ausgesetzt. Man kann die Papiere jetzt nachliefern. Bürokratie aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Zwar hat die Bundesregierung inzwischen angekündigt, kleinere Anlagen steuerfrei zu stellen. Ob es wirklich so kommt und ob alle Familien davon profitieren, bleibt aber abzuwarten.